Und wir sind geradezu verpflichtet, einem Land, das überfallen wird, zu helfen. Das ist auch noch kein Kriegseintritt, sondern haben wir einfach nur einem Land dabei geholfen, sich zu verteidigen. Ich wünschte, das würden wir auf der ganzen Welt so handhaben. Wer hilft dem Jemen, der überfallen wurde? Wer half Armenien, als es überfallen wurde? Ich meine, das ist zum Beispiel auch ein Zeichen für diese Doppelmoral. Aserbaidschan hat vor 2 Jahren einen völkerrechtswidrigen Krieg gegen Armenien geführt, hat seine Grenzen völkerrechtswidrig ausgedehnt, hat sogar vor einigen Tagen noch mal militärisch gegen Armenien ist vorgegangen, gegen Armenien. Und das wird jetzt unser neuer Gaskumpel. Also da gibt es jetzt, von der Leyen war da und hat jetzt gerade noch mal einen neuen Vertrag gemacht, wir verdoppeln die. So, der Kanzler fährt jetzt in die Vereinigten Arabischen Emirate. Die sind an dem furchtbaren Krieg im Jemen mit Saudi-Arabien beteiligt. Seit Jahren wird dort gebombt, werden Menschenleben zerstört. Es ist also grauenvoll.